Sternengeschichten, Folge 105. Wolken. Ich habe in den Sternengeschichten schon oft von Wolken gesprochen. Damit waren aber so gut wie immer kosmische Wolken gemeint, also riesige Gebilde aus Gas und Staub, aus denen dann zum Beispiel Sterne entstehen. Heute möchte ich aber von den normalen Wolken erzählen, die normalen Wolken, die wir am Himmel unserer Erde beobachten können. Die fallen zwar eigentlich in den Zuständigkeitsbereich der Meteorologie, aber auch die Astronomen müssen sich mit den Wolken beschäftigen, denn wer den Himmel beobachten will, der braucht einen freien Blick durch die Atmosphäre. Astronomen und Wolken sind daher nicht immer unbedingt die besten Freunde. Eine Wolke ist eigentlich nichts anderes als jede Menge Wasser. Wasser ist immer Bestandteil der Lufthülle unserer Erde und wenn die Luftfeuchtigkeit hoch genug wird, dann kann das Wasser kondensieren. Dazu braucht es erstens sogenannte Kondensationskerne, also zum Beispiel kleinste Staub- oder Rußpartikel, die von uns Menschen in die Luft gebracht werden, oder auch Pollen, die von den Pflanzen abgegeben werden, oder Teilchen der kosmischen Strahlung, die vom Weltraum aus auf die Erde gelangen. Und zweitens muss die Luftfeuchtigkeit kurzfristig 100% übersteigen. Das passiert zum Beispiel, wenn die Luft aufsteigt und dabei abkühlt. Dann kondensiert das Wasser und bildet Wolken. Das mag seltsam erscheinen, dass die großen Wolken voll mit Wasser sind. Wir sind es nicht gewohnt, dass Wasser einfach so in der Luft schwebt, schon gar nicht die Hunderttausenden von Tonnen an Wasser, die in so einer Wolke stecken können. Wasser fällt nach unten. Und das ist auch bei den Wolken so. Weil es aber dort in Form von kleinsten Tropfen vorliegt, ist die Sinkgeschwindigkeit sehr, sehr langsam. Und dazu kommen auch noch die ganzen Aufwinde, die der Schwerkraft entgegenwirken. Die Wolken fallen also tatsächlich nach unten, aber sie tun das so langsam, dass sie sich meistens schon wieder aufgelöst haben, bevor sie unten ankommen. Dass wir die kleinen Wassertropfen in der Luft überhaupt sehen können, das liegt an der Streuung des Lichts. Lichtstrahlen werden durch die Tropfen abgelenkt und dann tritt der sogenannte Tyndall-Effekt auf. Sind die Tropfen ungefähr so groß, wie die Wellenlänge des Lichts lang ist, dann werden die auftreffenden Lichtstrahlen seitlich zur Bewegungsrichtung rausgestreut. Das passiert auch, wenn man zum Beispiel im nebligen Wald einzelne Sonnenstrahlen sieht oder einen Laserstrahl durch Rauch sichtbar machen kann. Genauso können wir dann auch die Wolken sehen. Wolken können die verschiedensten Erscheinungsformen annehmen. Und die meiste Zeit über hat die Wissenschaft gar nicht erst probiert, irgendein System zu entwickeln, mit dem sich die vielfältigen Wolken klassifizieren lassen. Das ist erst im Jahr 1802 geschehen. Da hat zuerst der bekannte Biologe und Zoologe Jean-Baptiste Lamarck eine Systematik der Wolken veröffentlicht. Ein wenig später, aber unabhängig von Lamarck, hat das auch der Londoner Apotheker Luke Howard getan. Lamarcks Ansatz wurde weitestgehend ignoriert, Howard aber gilt heute als der Begründer der modernen Wolkenkunde. Übrigens, der Fachausdruck für die wissenschaftliche Beschäftigung mit Wolken heißt Nephologie. Der Begriff wird aber mittlerweile so gut wie nie mehr irgendwo verwendet. Howard hat 4 Grundkategorien von Wolken eingeführt und sie ganz nach der Mode der damaligen Zeit mit lateinischen Begriffen bezeichnet. Er unterschied Cirrus-, Stratus- und Cumuluswolken, also Federwolken, Schichtwolken und Haufenwolken. Dazu kommen dann noch die Regenwolken, die Howard Nimbus genannt hat. Besonders begeistert von dieser Klassifikation war Johann Wolfgang von Goethe, der dieses System bei seinen Studien auch genutzt hat, der Briefe mit Howard geschrieben hat und sogar ein Gedicht über ihn verfasst hat, in dem er Howard in den höchsten Tönen gelobt hat. Das Werk trägt den Titel Howards Ehrengedächtnis und nachdem Goethe in den ersten beiden Strophen über die verwirrende Vielfalt der Wolken philosophiert hat, endet er damit den Worten: Er aber, Howard, gibt mit reinem Sinn und neuer Lehre herrlichsten Gewinn. Was sich nicht halten, nicht erreichen lässt, er fasst es an, er hält zuerst es fest, bestimmt das Unbestimmte, schränkt es ein, benennt es treffend, sei die Ehre dein. Wie Streife steigt, sich bald zerflattert fällt, erinnere dankbar deiner sich die Welt. Dankbar ist die Welt sicherlich für Howards Grundlagenarbeit, aber erinnern werden sich an ihn wohl doch heute nur noch die Meteorologen. Die haben sein System im Laufe der Zeit weiterentwickelt und verfeinert. Die heute offizielle Klassifizierung stammt von der World Meteorological Organization und ist im Internationalen Wolkenatlas aufgeschrieben. Die möglichen Wolkenformen werden hier zuerst einmal in 4 Familien eingeteilt, die von der Höhe abhängen, in der sich die Wolken befinden.
ganz oben, so in ca. 5 bis 13 Kilometer Höhe. Das gilt jetzt für unsere Breiten an den Polen und am Äquator sind die Wolken tiefer bzw. höher. Ganz oben findet man also die Zirrowolken. In der Mitte, so von ca. 2 bis 7 Kilometer, die Altowolken und ganz unten, vom Boden bis 2 Kilometer Höhe, die Stratowolken. Und Wolken, die sich über die ganze Höhe des Himmels erstrecken, die sogenannten vertikalen Wolken, die heißen Nimbowolken. Diese Familien werden in 10 verschiedene Gattungen eingeteilt. Bei den hohen Wolken sind das Cirrus, Cirrocumulus und Cirrostratus. Und hier finden wir wahrscheinlich die Cirrocumulus-Wolken am schönsten. Denn das sind die kleinen Schäfchenwolken, die den Himmel so schön sommerlich aussehen lassen. Dann folgen Altocumulus und Altostratus und keiner mag Altostratus, denn diese Schichtwolken, die bedecken den ganzen Himmel und lassen kaum Sonnenlicht durch. Und unten gibt es dann noch Stratocumulus, Stratus und Cumulus und von diesen drei sind die Cumulus oder Haufenwolken noch die besten. Das sind die ganz klassischen Wolken, so wie man sich sie typischerweise vorstellt, mit noch genügend blauem Himmel dazwischen, im Gegensatz zu den fiesen Stratus oder den tiefen Schichtwolken. Und dann gibt es noch Nimbostratus, die Regenwolken, und Cumulonimbus, die Gewitterwolken. Von jeder Wolkengattung gibt es auch noch jede Menge Arten, Unterarten und Sonderformen mit jeweils eigenen lateinischen Zusätzen, die Form, Anordnung, Wassergehalt oder Lichtdurchlässigkeit beschreiben. Nebel ist übrigens keine offizielle Wolkenart, obwohl es sich dabei im Prinzip um nichts anderes handelt als um die Wolke, die so tief steht, dass wir halt mittendrin stecken. Und auch Kondensstreifen von Flugzeugen sind nichts anderes als Wolken, die sich an den Kondensationskernen bilden, die aus den Flugzeugtriebwerken kommen. Und was ist mit der ominösen Wolke 7, also die Wolke, auf der man laut Redensart schwebt, wenn man besonders glücklich ist? Mit den realen Wolken hat das wenig zu tun. Der Begriff geht vermutlich auf religiöse Texte zurück. Im jüdischen Talmud werden zum Beispiel 7 verschiedene Himmel beschrieben. Und im 7. Himmel oder eben der 7. Wolke ist es ganz besonders toll. Da findet man die Schätze des Lebens, die Schätze des Friedens und die Seelen der Gerechten und so weiter. Und auch die griechischen Philosophen haben den Himmel in 7 Sphären eingeteilt, die den 7 damals als Planet bezeichneten Himmelskörpern entsprochen haben. Und der äußerste Himmel war eben der, wo die normale Welt endet und die göttliche, die geistige Welt anfängt. Im englischsprachigen Raum gibt es zwar auch den Ausspruch Seventh Heaven, aber bei den Wolken ist man ein bisschen weiter. Wenn man sich da ganz besonders toll und glücklich fühlt, dann befindet man sich auf Cloud 9, also auf Wolke 9. Wo dieser Begriff herkommt, ist ebenfalls unbekannt. Manche denken, das hat mit den 10 ursprünglichen Wolkentypen aus dem internationalen Wolkenatlas zu tun und Nummer 9 war darin die Cumulonimbus-Wolke, also die, die am höchsten von allen aufsteigen kann. Aber Belege für diese Herkunft gibt es keine. Für die Astronomen ist aber weder Wolke 7 noch Wolke 9 ein Zeichen von großer Freude. Wir wollen keine Wolken, wir wollen den ungestörten Blick auf den Sternenhimmel haben. Oft reicht aber nicht mal das, um vernünftig beobachten zu können. Manchmal steht uns auch die klare Luft selbst im Weg. Aber dazu mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.